Diese Archonten lenken im Verborgenen nicht nur die Geschicke der Welt, sondern das Verhalten von Menschen. Diese Eigenschaften werden ihnen zugesprochen, genau. Und das schon seit der ganzen Schöpfungsgeschichte der Menschheit. Herzlich willkommen bei ExoMagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Die Menschheit ist seit geraumer Zeit von fremden Wesen unterwandert, die uns beherrschen wollen. Das behauptet der Biophysiker und Autor Dieter Bröers in seinem neuen Buch Der verratene Himmel. Hinweise darauf will er in uralten Schriften gefunden haben. Doch diese stille Invasion der Fremden spielt sich auf einer anderen Ebene ab als gedacht. Sie dringen in unseren Geist ein und lenken unser Verhalten, sagt der Biophysiker. Werden wir fremdgesteuert? Bröers berichtet von einer unheimlichen Erfahrung, die ihn, sagen wir mal, für das Thema sensibilisiert hat. Gruselig ist ja auch, was du mir mal erzählt hast, schon vor ein paar Jahren. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal in diesem Buch auch gelesen. Es hat mich gewundert, dass du darüber schreibst. Mhm. Aber es passt natürlich absolut hierher. Die Rede ist von Alien-Implantaten. Also die Zuordnung, von wem es ist, dass es ein Alien war, kann ich dir nicht geben. Also das weiß ich nicht. Es könnte naheliegend sein, aber Fakt ist, dass ich mit dem dritten Lebensjahr eine ganz grausame Erfahrung gemacht habe, wo ich später Jahre, fast ein Jahrzehnt, meine Eltern terrorisiert habe. Die durften das Haus nicht mehr verlassen. Also es ist so gewesen, dass ich mich immer noch bestens daran erinnere, dass es eines Nachts, weiß es aus dem Grunde noch genau, dass ich 3 Jahre alt war, nämlich 2 Jahre bevor mein Bruder zur Welt kam. Da musste ich nämlich dieses Zimmer mit ihm teilen. Und das war noch 2-mal Weihnachten davor. Also ich war so um die 3 Jahre alt. Meine Eltern wissen es auch nicht mehr so ganz genau, aber ungefähr war es so. Und in dem Moment nachts wachte ich auf und alles um mich herum war rot. Ich konnte mich nicht bewegen, wie rotes Licht. Und irgendetwas Grelles blendete meine Augen und irgendetwas wurde da gemacht. Ich kann das heute noch nicht eruieren, was da genau war, aber es muss für mich ganz schrecklich gewesen sein, weil immerhin hat es ausgereicht, dass ich meine Eltern so lange terrorisiert habe und nachts grundsätzlich auf dem Flur das Licht anbleiben musste, am besten mal meinen Eltern schlafen. Das geht zwar vielen Kindern so, aber bei mir war es gekoppelt an diese Erfahrung. Das vielleicht noch bemerkenswerte daran ist, man könnte das jetzt, ich hätte es vielleicht vergessen, dieses Ergebnis oder auch Erlebnis, wenn ich nicht seit diesem Zeitpunkt permanent Nasenbluten gehabt hätte. Meine Mutter, und daran kann ich mich auch noch erinnern, ist mit ihr von Arzt zu Arzt gelaufen, um das irgendwie mal abzuklären, was das hätte sein können oder was es ist. Ja, konnte man sich auch nicht erklären. Hatte ich vorher nicht. Das war also auffällig, 2-3 Mal am Tag hatte ich Nasenbluten. Vorher nicht. Gut. Irgendwann mal habe ich diese Geschichte dann auch so weit verdrängt. Vergessen habe ich sie nie, aber verdrängt. Dann passierte etwas, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, aber ich war eben schon erwachsen. Größenordnung jetzt mal 10 Jahre zurückliegend. Sommerzeit, ich lege so wie du hier jetzt gerade die Füße übereinander und mir gegenüber barfuß sitzt eine alte Freundin, die meine Fußsohle sieht und sagt, du, was hast du denn da an der Hacke? Und dann hebe ich den Fuß hoch, ja, und so, das macht ja nicht allzu oft, dass man sich den Fuß von unten anschaut, den eigenen, und sieht so wie eine eingetretene Blutblase, die im Kreis rund ist und die nach außen hin gar nicht so aufscheint und sich abhebt von der Haut. Ich gehe so mit der Hand mit dem Finger drüber und drücke intuitiv so die eine Stelle ein bisschen rein und kriege mit, dass dort wie so ein kleiner Splitter rausgeht. Ja? Und in dem Moment schreie ich meine Freundin an, ich bitte, bitte versuche es rauszuziehen, weil das war offensichtlich. Und in dem Moment, wo sie das machen wollte, war das Objekt, was es auch immer war, weg. Komplett weg. Wir haben keine Erklärung. Es ist hat innen, verzogen, draußen. Es war einfach unsichtbar, für uns nicht mehr erkennbar. Ich muss dazu sagen, wir waren weder sinnesüberreizt, noch waren wir angetrunken oder was auch immer überlastet. Wir waren in einem völlig normalen, gesunden Zustand. In dieser Grundhaltung haben wir das wahrgenommen. Aber dann hinterher wurde es recht unruhig für mich. Rief meinen Freund an, damals auch noch heute noch praktizierender Gynäkologe und Psychologe. Und er sagte, Dieter, pass mal auf, ich habe ein Ultraschallgerät, da sehe ich alles, um mich zu beruhigen. Er war davon felsenfest überzeugt. Ich hoffte, dass er recht hatte, dass da nichts sei. Und dann habe ich mich bei ihm untersuchen lassen, auf diesem gynäkologischen Stuhl gesetzt. Ich habe gesagt, wenn da jetzt jemand reinkommt, bin ich für ewig erpressbar. Ja, und er hat natürlich nicht dran geglaubt. Er ging mit seiner Paste da ganz grob schlechtig auf mein Bein und verteilte diese Masse und dann so eine gelartige Masse und dann Finger an zu messen. Und dann unterhielten wir uns über alles Mögliche. Und auf einmal wurde er unruhig, fragte nochmal über die Größe.
nach und dann schaltet er relativ schnell einige Geräte, einige Knöpfe ein. Und das waren dann einmal ein Aufnahmegerät, sodass er das wirklich auch filmen konnte. Ich habe diesen Ausdruck ja da, sonst würde ich mich gar nicht trauen, darüber so zu reden. Und er konnte die Eindringtiefen verändern durch die Frequenz und Intensität, weil er nämlich festgestellt hat, dass nur durch einen ganz bestimmten Winkel es möglich war, ein Objekt wirklich sichtbar zu machen, was sich tatsächlich bewegt hat. Physikalisch völlig unmöglich. Also das Objekt hat sich in deinem Bein bewegt. Du konntest es sehen, also du auf diesem Abbild siehst du die Differenz oder die Entfernung von ungefähr 12, 13 Zentimeter, die in einer Geschwindigkeit, in einer Zeit von, kann man natürlich umrechnen, von ungefähr 1,3 Sekunden oder sowas war das, zurückgelegt hat. Sowas kann man normalerweise nicht ohne Schmerzen machen. Das würde ja Gewebe zerfetzen. Das ist aber nicht passiert. Wir haben diese Aufnahme da, die ist da und hat mich natürlich noch mehr beunruhigt als zuvor und meinen Freund, dem Gynäkologen, sehr unsicher gemacht, klar. Ist doch eine abgefahrene Geschichte, oder? Dieter Bröers wäre aber nicht der Erste, der von seltsamen Implantaten berichtet. Denn der amerikanische Chirurg Roger Lear hat bereits mehrere solcher Objekte aus mutmaßlichen Entführungsopfern herausoperiert und daran seltene Eigenschaften nachgewiesen. Das seht ihr hier. Andere Forscher wiederum vermuten, dass solche Implantate zur Überwachung der Menschheit dienen, dass die Aliens uns wie Tiere mit einer Marke versehen, um uns zu erforschen. Mehr dazu dort. Verstörend, oder? Was denkt ihr darüber? Bitte schreibt mir eure Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Thema wichtig ist. Und nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren. Das gesamte Interview mit Dieter Bröers gibt's ab sofort auf ExoMagazin TV. Schaut doch mal rein. Bis dann. Tschüss.